Es sieht so hundswiderlich aus. Wow. Ich reihe, Alter. Willkommen zu einer neuen Folge Eiche machen Sachen. Ich habe heute einen Special Guest für euch, nämlich Doka Ryan. Hallo. Ist leider nicht der echte, aber er sieht wenigstens so aus. Ein bisschen zumindest. Bisschen zumindest. Fabi, grüß dich. Schön, dass du hier bist. Eiche. Schön, dass ich hier sein darf. Freut mich riesig, Mann. Ja, was machen wir heute? Sag mal, was machen wir heute? Wir machen heute was ganz Lustiges. Und zwar legen wir Sachen in Alkohol ein. Genau, wir legen Süßigkeiten in Alkohol ein. Und warum? Weil wir beide Doka Ryan total geil finden. Wer Doka Ryan nicht kennt, ist ein YouTube-Kanal, der erst mir empfohlen wurde. Danke, Lukas. Dann habe ich es Fabi empfohlen. Er hat es auch total abgefeiert. Er ist ein Typ, der Sachen in Alkohol einlegt. Ryan, if you're watching this, please don't sue us. We love you, man. Okay, was legen wir heute in Alkohol ein? Wir haben einmal Barclays Cinnamons Pastillen. Bisschen, könnte auch eine Partydroge sein. Mhm. Und die legen wir ein in? Einen guten, 3 Jahre alten weißen Rum. Dann haben wir noch Haribo Hey Kakao. Die hier sind wild, weil die echt hart nach Milch schmecken. Da war der erste Gedanke, in 43er mit Milch einlegen. Mhm. Aber wir haben uns dann für Wodka entschieden. Fang mal, mit was willst du anfangen? Lass mal Zimtdinger einlegen. Okay, Zimtdinger. Na ja, gut. Boah, du machst schon, du hast schon die Doka-Moves drauf. Perfekt. Die vom Boden sind noch gut. 3-Sekunden-Regel. Okay, rein damit. Bis voll. Alright. Okay, Nummer 1 ist schon fertig. Yeah, ging schon mal gut. Ich habe auch gute Sauerei gemacht. Okay, Nummer 2. Kau's weg. Ich gebe dir noch so eins. Mach das jetzt schon. Oh, geile Mischung, Alter. Okay. Scharf. Das Zimtzeug ist scharf. Ja, Mann, das ist richtig scharf. Eigentlich ist es keine Süßigkeit, aber okay. Juhu! Ja, almost. Body. Okay. Und was wir jetzt machen ist warten oder till something interesting happens. Genau. 7 Tage. Wir sehen uns. Zeitsprung. Eine Ewigkeit später. Alright. Das ist aus wie ein fucking Schafhirte. Das war eine verfickte Haarfarbe, Alter. Ja, bist du bereit? Auf jeden Fall. Eine Woche, Alter. Also ich werde jetzt nämlich das Experiment holen und dann, oh mein Gott, Alter. Warte, bleib da, ich bring's vorsichtig. Ich bin vorsichtig. Was zur Hölle, Alter. Wow. Okay, wow. What? Willst du es wirklich essen, Mann? Wir müssen. Wir probieren das jetzt. Ich frag nicht, was diese Salzkristalle da oben sind. Ja, es poppt schon mal nicht, oder? Okay. Also das ist hier Schaum. Okay. Ist das beruhigend? Ich weiß es nicht. Oh, es sieht so krass aus. Moment. Oh mein Gott. Ja, wenn du möchtest, gönn dir. Die Dinge schmecken genauso wie vorher. Boah, das sieht so abartig eklig aus, wow. Mann. Okay, schnapp dir eins. Bon Appetit. So schlimm? Nee, also der Geschmack ist okay. Ja. Aber die Konsistenz ist super widerlich. Ja. Ich habe eh so ein Problem mit Konsistenzen. Hui, okay. Der Alkohol macht's besser. Oh. Ja. Aber dieser Schleim ist ekel. Mhm. Okay. Jetzt schütteln wir den Shit. Ja. Mix it up.
Das sieht irgendwie geil aus. Das nicht. Boah, das sieht so ungeil aus. Ja. Wow. Vor allem auch diese Stückchen, die da noch drin sind. Wie schlechter Schokopudding. Schlecht gemischter Schokopudding, Alter. So sieht das aus, Mann. Die Farbe ist ultra geil. Das sieht nach einem richtig nicen Sommercocktail aus. Irgendwie, ja? Nur das halt noch. Und so sieht es am nächsten Morgen aus. Time for a shot. Oh. Oh. Yeah. Okay. Daibosha. Daibosha. Ich find's richtig geil. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so mild ist. Mhm. Brennt tatsächlich nicht so krass. Jetzt burnt's ein bisschen. Boah, aber harmlos. Geil. Was ja, was sagst du? 7 out of 10. 7 out of 10? 6 out of 10. 6,5 out of 10. Oh, aber jetzt kratzt du mal alles. Ja, es ist mal einer so, aber nicht den ganzen Abend. Wenn du den ganzen Abend den Scheiß trinkst, ey. Ui. Ich glaube, nach einem zweiten kotze ich, ohne Scheiß. Ja, das kann sein. Wow. Weil mir geht's gerade immer schlechter. Ja, der drückt so ganz langsam runter. Der drückt so ganz langsam runter. Ich merke, wie der so ein bisschen die Kehle zumacht. Ja. Als ob ich eine allergische Reaktion darauf hätte. Ich hoffe. Kann Spuren von Erdnüssen enthalten, oder wie? Ich hoffe nicht, Alter. Boah. Du musst jetzt den zweiten probieren. Ey, aber es ist voll interessant, dass sich hier so Kristalle formen. Guck mal. Du siehst wirklich aus wie so ein Hippie-Mann. Wirklich, auch mit dem Hut, das sieht echt aus wie aus den 70ern. Den, wer ist denn so krass? Hier so Bee Gees oder so, die sehen doch so aus, gell? Okay. Charles Manson sieht aus. It's time for a shot. Time for a shot. Okay, aber diesmal schenkst du ein. Ich war Katastrophe darin, Alter. Wow. Oh. Es sieht so eklig aus, Mann. Es sieht so hundswiderlich aus. Wow. Ich reihe, Alter. Es ist wirklich miserabel. Dieses Dickflüssige macht mich so irre. Okay. Oh, das fühlt sich schon so eklig an in der Hand. Auch es ist glitschig, Mann. Das ist ja hier. Okay, Daibosha. Wow. Ich habe Probleme gehabt beim Runterschlucken, Mann. Boah. Boah. Puh. Also der Kakao ist da, aber es ist nicht geil. Es ist nicht geil. Nein. Also geschmacklich geil. Geschmacklich echt geil. Aber die Konsistenz reißt es echt raus. Und zwar nicht ins Positive, Mann. Boah. Ultra widerlich. Oh ja. Es ist klebrig, es ist schleimig. Es hat Bröckchen, die Bröckchen haben mich gekillt, Alter. Ich sag dir, das ist wie schlechter Schokopudding. Aber geschmacklich geil. Oh, ich weiß nicht, Mann. Die sind so lecker solo und das hat's jetzt echt nicht. Das war echt ungeil, Alter. 2 von 10, Alter. Ja? Ja, der Geschmack ist schon geil. Also Geschmack ist eine 9. Also geschmacklich ist eine 9 von 10. Konsistenz ist eine 0 von 10. Das heißt eine 5. Solide, yeah. Solide 5 von 10. 5 out of 10. 5 out of 10. 5 out of 10. Ich kann es nicht aussprechen. 5 out of 10. Das sieht so ekelhaft aus, Mann. So was legen wir als nächstes ein. Ich würde sagen, wenn dieser Schaumshit nicht wäre, wenn es ein klares Getränk wäre, könnte man es auf einer Party anbieten. Ja, aber so es hat schon was. Also optisch, es sieht schon cool aus, sieht schon witzig aus, sieht interessant aus. Sag mal, Es sieht interessanter aus als der Scheiß. Ja, das sieht aber nur widerlich aus. Vor allem, jetzt setzt es sich auch noch ab, ey. Boah, ihr müsst noch mal gucken. Als Experiment fand ich es super geil. Auch einfach jetzt zu warten, was passiert, ja, und jederzeit wieder. Absolut, absolut. Und wir verstehen, warum es diesen YouTube-Kanal gibt. Wir fühlen ihn. Wir fühlen Dr. Ryan, absolut. Yes. Deswegen, das war mal eine bisschen andere Folge im neuen Studio. Falls es ein bisschen Gehalt hat, tut's mir leid. Ton ist noch in Arbeit. Den Fabi, den könnt ihr abchecken auf Dumbbats. Ich blende mal die Links und Instagram ein. Und ja, du kannst gerne die Abmoderation machen. Okay. Ja, das war's dann auch schon wieder mit der Folge. Wie war's nochmal?
Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Okay, das war's schon wieder mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute.